Hallo, Hallöchen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte mal zeigen, wie ich diese Rosen mal, die Platzhalter für das Harz. Ich habe jetzt so ein Stück Backpapier abgeschnitten. So ein Aludraht ist es, glaube ich. Wie heißt denn das? Weiß gar nicht. Ich habe meine Handschuhe schon an, ich wollte schon gießen. Dachte ich, ach komm, da fängst du dann doch mal an und zeigst mal, wie die Rosen gehen oder wie ich die mache. Die habe ich auch von Zazas. Gar nicht, wie man sie ausspricht. Die macht so tolle Rosen und die hat das mit Backpapier gemacht. Ich habe das mit Folie probiert und das hat nicht so richtig funktioniert. Also, ich gebe den Draht hier rein und ein bisschen weiter rein. Falte das um. So, dreht es ein bisschen. So, und dann einfach hier so den Anfang von der Rose und biege das immer wieder rum. Dass es hier nicht so dick wird. Genau. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe das auch schon mit Stoff gemacht, aber für Harz ist es natürlich nichts. Genau, immer wieder drehen, wieder falten, drehen, biegen, falten, wie auch immer. Einfach immer ein Stückchen weiter. Dann guckt man das Draht raus. Ja, hier hat es geklebt, ganz mühevoll. Und da hebt wirklich gar nichts. Kein Tesafilm, gar nichts. Kein Klebeband. Das Backpapier ist so resistent. Es hat keine Lust. Und hier bin ich schon am Ende. Jetzt schneide ich mir so ein bisschen weiter ab. Und dann verwirbel ich das nochmal. Und biege mir die Rose so hin, wie ich sie haben möchte, ein bisschen größer, ein bisschen feiner, wie ihr das möchtet. Ja, das ist mein erster Versuch jetzt mit dieser Art. Ich hoffe mal, das funktioniert. So, biegt das ein bisschen drunter. Und ja, es ist wirklich spannend, ob das klappt oder nicht klappt. So. Ach, mal gucken. Also, ich habe ja schon welche vorbereitet. Ja, so ungefähr. Ich habe ja die mit Folie gemacht. Das sieht dann so aus. Aber das hat sich teilweise so verbunden. Also das war nicht so gut. So, jetzt stelle ich meine Kamera wieder um. Die normale Position. Wo sind meine Formen? Die sind hier. So. Dann gebe ich jetzt hier mein Mastercast rein. Ich fülle mir ein bisschen ab, wenn ich mir minimal zwei Farben mischen. So, nehme ich diese Silikonbecher. Und ja, ich denke, das reicht. Okay. Dann nehme ich jetzt hier meine Pigment-Drops. Einmal das Gelb. Gebe ich nur einen Tropfen rein. Das ist erstmal die Blase. Einen Tropfen. Und hier von dem Pink. Einen Tropfen. Das reicht vollkommen. Wollte nur ein bisschen einfärben. Immer gut mischen. Ihr könnt natürlich auch mehr reinmachen, aber ich wollte es einfach transparent halten. Immer wieder den Stab oder das Werkzeug abwischen und dann nochmal reingehen, dass ihr das ohne Streifen möglichst hinbekommt. Genau, das ist das Gelbe. Und dann nehme ich das gleiche Stäbchen. Mal abputzen. Dann mache ich das Pink. Gleiches Prinzip. Rühren, bis es dann eine einheitliche Masse ist, ohne Schlieren, ohne Streifen. Dauert jetzt auch nicht so lang. Ist gut machbar. So. Ich denke, das ist okay so. Also gut. Dann geht es auch schon weiter.
das mal kurz auf die Seite. Ich habe mir meinen Mastercast vorbereitet, schon ein bisschen stehen lassen. Ich habe insgesamt 190 Gramm angemischt und verteile mir das jetzt hier auf diese vier Formen. Ein bisschen hatte ich ja für die Farben benutzt. Normalerweise braucht ihr jetzt für diese Gussart nicht so viel als aus der Schicht, hoffe ich doch. Einfach so eine Basis. Ich werde auch gleich nochmal drüber füllen, weil ich setze doch noch Bläschen irgendwie. So. Da noch rein, das letzte. Das ist eigentlich schon gut voll. Ich sehe gerade. Und ich kratze mein Becher jetzt nicht aus, weil ich nicht umgetopft habe. Ich habe das jetzt hier angemischt. Und ja, ich möchte ja nicht, dass nachher vielleicht sich was nicht richtig verbindet oder Schlieren gibt. Das wäre blöd. Genau. Okay. Also ich fülle mal kurz drüber. Ihr verpasst gar nichts. Ich schalte mal kurz auf Pause. Okay, weiter geht's. Jetzt habe ich gefilmt. Ich habe die meisten Bläschen, denke ich, rausbekommen. Dann möchte ich gerne zweimal pinke Rosen machen. Ich einfach das mal so in die Mitte rein. Mal schauen. Ein bisschen brauche ich noch für Glitzer. So, jetzt mache ich erstmal diesen Schritt. Dann mache ich gelb. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr angemischt, aber ich will das einfach nicht zu sehr machen. So die Größe vielleicht ist okay. Okay, das Gelbe ist jetzt größer geworden. Naja, gut. Dann ist es halt so. Ich fülle da gleich nochmal drüber. Ich zeige es euch aber. Jetzt habe ich das Princess Rapunzel. Das ist so ein Glitzer. Den dachte ich, der passt gut zu Gelb. Einfach so ein bisschen. Nein, das war wahrscheinlich schon zu viel. Und das Razzle Dazzle Chunky. Beides von Laura's Art Corner. Gebe ich jetzt da so einen Hauch rein. Ups. Genau. Einmal umrühren. Und das auch. So. Also ich föhne das mal und verpuste das ein bisschen nach außen. Ich zeige euch mal, wie ich das mache. Dann machen wir den Ton weg. So, das Gelb ist ein bisschen irgendwie dominant geworden. Egal, jetzt habe ich hier meine Röschen und lege die jetzt einfach hier in die Mitte rein. Ach, das ist ein bisschen kleiner. Jetzt mache ich noch in das Pink. Die Mitte vielleicht optimalerweise da, wo das Glitzer ist. So, mal schauen. Ich hoffe mal, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Hier das letzte. Oh Gott. Schauen wir mal. So, das lasse ich jetzt mal eine Zeit lang stehen, bis die Oberfläche hier fest geworden ist. Gut, das ist schon nach unten gesunken durch den Draht. Ich möchte das ja auch nachher wieder rausbekommen. Oh Gott, oh Gott. Ich bin echt gespannt. Ist ein bisschen blöd jetzt hier. Ich muss ein bisschen nach unten drücken, aber ich muss es ja auch wieder rausbekommen. Ich denke, das Backpapier löst sich wahrscheinlich schon gut. Also ich bin mal gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was es gibt. So.
Jetzt mache ich noch kurz ein bisschen Glitzer rein. Ich ziehe jetzt meine Handschuhe aus. Das geht mit Handschuhen irgendwie nicht so gut. Bleibt alles hier am Handschuh kleben. Und ja, das Glitzer kommt dann überall dahin. Nur nicht da, wo es sein soll. Also, Prinzess Rapunzel. Streue ich einfach hier so, einfach so wild. Ein bisschen drumherum. Man könnte das Harz auch ein bisschen fester werden lassen. Aber es bleibt eigentlich hier auf der Oberfläche kleben. Später gieße ich auf. Mal schauen. Vielleicht mache ich es einmal hell und einmal dunkel. Oder vielleicht zwei verschiedene helle Töne. Wer mit dem Interference Pearl hat es eigentlich gut geklappt. Gefällt mir sehr gut mit den Herzen. Ja, aber man muss ja nicht alles gleich machen. Man muss ja experimentieren, was vielleicht noch gut aussieht. Genau. So. Ui, jetzt glitzert alles. Das war's. Der erste Streich. Das ist noch das Razzle Dazzle Junkie. So. Das sieht man ein bisschen besser hier. Ein bisschen kontrastreicher. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht in eine andere Farbe reinkomme. Und ich finde, es lockert es auf. So ein bisschen Konfetti, das bereichert ja das Leben. So ein bisschen Glitzer hier ins Leben rein. Genau. So, also das war jetzt im Prinzip mal der Anfang. Fehlt auch noch ein bisschen. Bin gespannt, wie jetzt diese Rosen rauskommen. Und ja, wenn, dann werden es nicht die letzten sein, wenn es gut klappt. Oder wenn es nicht klappt, dann muss ich es nochmal probieren. Aber ja, ich bin jetzt mal ganz zuversichtlich. Sieht schon mal ganz cool aus. Ja, muss mal schauen, ob wann ich das so rauslösen kann. Es muss schon feste werden. Also bei den Plastikrosen, die ich beim anderen reingelegt hatte, da ist mir so viel kleben geblieben, das ist überall drunter gelaufen, das war so richtig verschmolzen und das war nicht so toll. Aber hier schauen wir mal. Gut, das hatte ja auch das andere Harz, das wohl länger braucht zum Aushärten. Ich guck mal, wie es hier läuft. Genau. Also, dann sehen wir uns mal zum nächsten Schritt. Zum Herausholen dieser tollen Rosen. Ich hoffe, das funktioniert. So, jetzt ist es einige Stunden später. Ich versuche mal, ob ich das rausbekomme. Ui, das ist wirklich tricky. Ja, das war mir schon klar, dass es kaputt geht. Das ist auch kein Problem. Ja, ich muss aufpassen, dass ich hier mir das nicht rausreiße aus der Form aus Versehen. Schade. Ui, ja. Schon aufpassen. Wirklich schade, dass man das nicht öfters benutzen kann. Ui, es geht wirklich schwer. Also ich werde jetzt diese anderen außerhalb der Kamera entformen. Oder rausholen. Und genau. Und dann hole ich euch zum nächsten Schritt dazu. Ja, hier geht es eigentlich ganz gut. Mit dem Draht hat. Also wirklich schade, dass es jetzt hier nur einmal geht. Aber es hält wirklich fest und ich habe es eigentlich nicht so richtig reingedrückt. So, das ist noch der Taser vom Anfang. Okay, also ich befreie mal die anderen und dann hole ich euch wieder dazu. Es ist wirklich ein bisschen anstrengend. So, jetzt ist alles rausgeholt. Ich war so intelligent und wollte mir einen Silikonabdruck machen, aber es ist noch ganz viel von dem Silikon hängen geblieben. In Pink, ich weiß nicht, ob man das nachher so sieht, also ich hoffe nicht. Ich mache mir jetzt ganz unspektakulär zwei verschiedene Hintergründe. Einmal Interference Rose, einmal Magic Smoke. Schaut einfach zu, ich nehme euch mit. Das ist, ja, einfach, ich rühre das zusammen und gieße es rein und das ist alles. Da kann ich die Kamera einfach so mitlaufen lassen. Genau, also viel Spaß beim Zuschauen.
aus von Zeit. Es sieht ein bisschen witzig aus, wie so Mondlandschaft. Ich habe Alkospray in die Form gemacht. Dann habe ich mein Pigmentpulvermischung reingegeben und immer wieder so ein bisschen gewirbelt. Und irgendwie kamen da immer so Punkte. Ich habe keine Ahnung, das war der Alkohol wahrscheinlich. Naja, schauen wir mal, was es gibt. Wow. Wow. Ah, das ist ja schön. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Diese Striche, die sind von dem Wirbeln auf der Rückseite. Ich glaube, das muss ich nächstes Mal lassen. Aber wie realistisch. Cool. Oh, gefällt mir sehr, sehr gut. Das Interference Rose passt super dazu. Die gelbe. Ah, super. Mega, mega schön. Ah, der Hintergrund ist ein bisschen komisch, aber ja, das weiß ich nächstes Mal. Gefällt mir sehr gut. So, das gleiche in Dunkel. Wow, hat auch funktioniert. Aber das sieht man das mit den Streifen noch deutlicher. Ja gut. Das passiert halt. Das mache ich nicht mehr. Naja, schon so. Egal. Aber diese Landschaft da hinten, ich habe keine Ahnung, warum das so entstanden ist. Und hier das Gelbe. Oh, cool. Also ich versuche das in Fotos festzuhalten. Aber ich bin total begeistert. Gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Also beim Hellen sieht man es jetzt noch ein bisschen besser. Aber ich bleibe am Ball und bin total zufrieden. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Würde mich natürlich wie immer über einen Kommentar freuen, über einen Daumen hoch, über ein Abo. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns zum nächsten Video. Ciao.